Die neue Wirtschaft und Wissenschaft ist da, und zwar als Printausgabe und als Tablet-Magazin. Im Schwerpunkt der nächsten Ausgabe geht es um das Thema, wie wir in Zukunft arbeiten und was das für Hochschule und Wirtschaft bedeutet. Und zu diesem Schwerpunkt haben wir auch ein großes Interview mit dem Publizisten Markus Albers, der uns über neue Formen des Arbeitens im Zeitalter des Internets berichtet. Ein weiteres Thema ist Studieren ohne Abitur, und wir stellen zwei Personen vor, die das erfolgreich gemeistert haben. Die neue Ausgabe gibt es wie immer als Printausgabe sowie als Tablet-Magazin für iOS und Android. Das Ganze kann man bestellen bzw. herunterladen, nämlich hier.